Wunderschönen Sonntag! Wir sehen uns endlich mal wieder zu einem NBA-Video. Gut gelaunt geht's bei Sonnenschein heute Abend ab 18 Uhr in den Fernseher, denn wir haben gleich 4 Spiele zur deutschen Zeit. Man merkt, Football ist vorbei und das heißt auch für die NBA, dann gibt es auch mehrere Sonntag-Nachmittagsspiele. Wir nähern uns auch dem Ende der Saison und gleich schauen wir uns mal die Tabelle an und dann legen wir los mit Brooklyn Nets und dem absoluten Topspiel heute. Die Boston Celtics gegen die Dallas Mavericks. Ich freue mich drauf. Oddspedia, the Sports Betting Community. Ja, und hier ist auch die Tabelle schon. Und zwar starten wir mit der Eastern Conference. Und da haben wir die erste Mannschaft, die bereits eliminiert ist und keine Chance mehr auf die Playoffs hat. Ihr wisst, die ersten 6 sind safe qualifiziert für die Playoffs und dann zwischen Platz 7, 8, 9 und 10 gibt es ein Play-In-Tournament. Und die Orlando Magic, die wir heute Abend auch sehen, sind da schon offiziell draußen. Der Osten sowieso sehr hart umkämpft. Wir sehen, im 10, 11, 12 sind die Hawks, Wizards und Knicks noch relativ gleich auf. Klar, die Hawks haben 3 Spiele Vorsprung, es ist ja nicht mehr so viel. Aber die Wizards mit 3 Niederlagen in Folge haben sich auch vor kurzem erst mehr oder weniger da ein bisschen draus eliminiert. Die Knicks, die Enttäuschung der Saison, da hat jeder, glaube ich, erwartet, dass es deutlich nach oben geht, waren letztendlich nicht so. Und naja, die Pacers sind dann eh schon draußen. Die Heat, die Überraschungsmannschaft für mich, die sind Erster. Denn warum Überraschungsmannschaft? Man redet doch in erster Linie über Brooklyn mit Harden, der nicht mehr da ist, Durant, Irving immer noch am Start. Man redet über Philadelphia, wo jetzt Harden ist, mit Embiid. Man redet über die Chicago Bulls, die eine wahnsinnig gute erste Saisonhälfte hingelegt haben, aber dann durch diverses Verletzungspech auch ein bisschen abgerutscht sind, trotzdem immer noch einen überragenden Rekord von 41 Siegen und 26 Niederlagen. Und natürlich redet man vom amtierenden Meister, die Milwaukee Bucks, die auch einen sehr, sehr langsamen Start hatten, wie ähnlich die Boston Celtics, die sich jetzt wieder gefangen haben. Aber sie sind halt noch Meister und sie werden nochmal in den Playoffs eine Schippe drauflegen. Also die Heat, Überraschungserster, tolle, homogene Truppe. Aber genauso wie die Boston Celtics, die sich nach einer sehr, sehr schwachen ersten Hälfte mit neuen Trainern, teilweise mit neuen Systemen, offensichtlich schwer getan haben, aber seit März flutscht das Team richtig und wir sehen auch weiterhin 8 Siege aus den letzten 10 Spielen und den heißesten Winning Streak im Osten mit 5 Siegen. Schauen wir uns noch einmal kurz an, was im Westen passiert. Da haben wir das erste Team, was fix für die Playoffs qualifiziert ist. Also sie können, auch wenn sie jetzt jedes Spiel verlieren würden, nicht mehr schlechter als Rang 6 sein. Dementsprechend haben sie das X für Qualifikation oder halt Lock-in quasi. Zweiter, die Grizzlies, gleicher Rekord wie die Warriors und das ist für mich wirklich die Mannschaft der Stunde. Eigentlich beide, denn ich glaube, wir haben sie alle trotz der Star-Power der Warriors weiter hinten eingeordnet. Natürlich die Grizzlies sowieso. Ich hätte beide so zwischen Rang 5 bis 9 erwartet, aber sicherlich nicht auf Rang 2 und 3. Dahinter die Jazz, die sich ein bisschen gefangen haben, aber da gibt es so viele Querelen und ich denke, wenn es irgendwie ein bisschen schlecht laufen würde bei Playoff-Spielen, dann kommen diese empfindlichen Charaktere Gobert und Mitchell mit Sicherheit wieder aneinander. Die Jazz sind für mich wirklich draußen aus dem Meisterschaftsrennen. Die Dallas Mavericks haben eigentlich mit Porzingis ein Starspiel abgegeben, mit Dinwiddie und Bertans zwei mittelklassige Hochverdiener bekommen. Aber bisher ein Glücksgriff, denn mit Porzingis draußen spielen die einen viel besseren Teambasketball und jeder kennt seine Rolle noch mehr. Und Dinwiddie ist auch eine wirklich positive Überraschung, mit der ich in dem Sinne so nicht gerechnet hätte. Und ja, Nuggets mit dem amtierenden MVP sowieso saustark. Und die Lakers nur auf 9, 29 Siege, 37 Niederlagen. Also das gibt bestimmt auch Ärger, wenn es LeBron nicht schafft in die Playoffs. Jetzt aber zum ersten Spiel, die Brooklyn Nets gegen die New York Knicks. Was muss man da beachten? Natürlich wird Kyrie Irving fehlen, ist ja weiterhin nicht geimpft und dementsprechend darf er nicht in die Halle. Aber LaMarcus Aldridge, der fällt auch noch aus, aber sowieso spielt er nicht so die Rolle. Sie haben dementsprechend immer noch Kevin Durant und noch Blake Griffin und natürlich noch weitere Spieler. Ben Simmons
glaube ich nicht, dass er jetzt sein Debüt machen wird. Dauert ja noch ein bisschen, wurde per Trade geholt. Seth Curry hat schon das ein oder andere gute Spiel gemacht. Die Quoten, nichtsdestotrotz, klarer Favorit, die Brooklyn Nets, obwohl eben diese zwei Spieler mindestens ausfallen und Ben Simmons, soweit ich weiß. Auch bei den Knicks fehlen Omer Toppin, Lawrence Noel und Cam Reddish. Es ist alles verkraftbar, auch dass es ein Auswärtsspiel ist für New York, ist glaube ich auch jetzt nur eine Viertelstunde vom Madison Square Garden entfernt, also das sollten sie auch verkraften. Hier die Quotenverteilung gefällt mir dementsprechend nicht. Das heißt, für mich ist das New York Knicks plus 5,5 definitiv spielenswert, auch wenn die Formkurve der Knicks nichts Positives verlauten lässt. Das Spiel um 18 Uhr unserer Zeit, um 12 Uhr in den Staaten, da ist es schon sehr, sehr schwer, egal wie die Teams die verteidigen oder nicht, über 225 Punkte zu kommen. Dementsprechend würde ich hier das Under präferieren, ist mir aber bei diesen Verteidigungsreihen ein bisschen zu riskant und dementsprechend schauen wir doch gleich auf das nächste Spiel, das um 20 Uhr dann beginnt, die Detroit Pistons gegen die LA Clippers. Die Pistons, eine enttäuschende Saison, kommt auf enttäuschende Saison. Mal schauen, ob Cunningham, der Nummer 1 Pick der Pistons, demnächst die Franchise umdrehen kann. Momentan glaube ich da persönlich nicht dran. Die Clippers hingegen spielen einen richtig, richtig guten Basketball und wir sehen es auch hier auf Platz 8 mit einem positiven Rekord und das, obwohl sie so lange auf Kawhi Leonard, auf Paul George verzichten müssen. Aber das Team passt einfach zusammen und demnach sehe ich hier bei dem LA Clippers 1,5 gefällt mir schon mal sehr gut. Diese Asian Handicaps machen dann nicht so viel Sinn. Da würde ich tatsächlich Clippers, habe ich auch schon gesehen, bei minus 3, minus 4, so eine 1,9, je nach Buchmacher. Vielleicht hat sich das jetzt auch vor ein paar Minuten erst geändert. Aber auf jeden Fall Clippers minus 4 würde ich auf jeden Fall anspielen. Das Team gefällt mir gut. Die haben eine positive Einstellung. Aber auch die 1,5-Quote sehe ich für einen Kombinierer wirklich als sehr sinnvoll an. Das Over-Under 218 Punkte würde ich tatsächlich auch eher nach unten gehen. Und dann, bevor es zum Topspiel gleich rüber geht, schauen wir mal an, um 23 Uhr, wer dann immer noch Basketball-Lust hat, der kann die Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern sehen. Franz und Moritz Wagner, beide im Dienste der Magic. Die sind natürlich krasse Außenseiter gegen Joel Embiid 76ers. Embiid und James Harden gefallen mir sehr, sehr gut zusammen. Das Ganze hat ein bisschen dazu geführt, dass Tobias Harris, auch ein Max-Player, etwas in den Hintergrund ist. Und Tobias Harris gilt aber als wirklich Teamplayer und alles. Von daher glaube ich, dass er das Ganze akzeptieren kann. Aber nichtsdestotrotz ist es auch ein Spieler, den ich persönlich echt gut finde und mag. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Erfolg heilt letztendlich alles. Das heißt, dann geht man, sobald man gewinnt, natürlich auch ein bisschen von seinem Ego und Ansprüchen zurück. Aber wenn es da kriseln sollte, dann ist bestimmt Tobias Harris einer der ersten, die Philadelphia verlassen muss per Trade in der Offseason. Gemäß des Falles, dass James Harden nicht oder gemäß, dass James Harden verlängern würde. Er wollte dahin und bisher gefällt mir dieses Tandem sehr, sehr gut. Die 1,12 natürlich überhaupt nicht anspielbar. Über 223 Punkte auf jeden Fall anspielbar. Und das Asian Handicap plus 12,5 sehe ich eher auf Seiten der Orlando Magic im Vorteil. Einfach weil 13 Punkte Abstand schon sehr viel ist. Vor allem, die Magic können ja eh frei aufspielen. Die 76ers werden, sobald sie können, sich sicherlich nicht komplett verausgaben. Wir sehen, sie sind hier noch im Rennen um eigentlich alle Plätze drin. Platz 1 ist auch nur 5,5 Spiele entfernt. Ist jetzt nicht mehr so realistisch, aber ich glaube, für die 76ers wird es wichtig sein, so lange wie möglich, und zwar aus taktischer Natur, und wir kennen ja Doc Rivers auch als Taktiker, der dann auch auf so Positionsspielchen achtet. Es wird wichtig aus meiner Sicht sein, dass sie so in der Range 3 bis 5 sind, vielleicht sogar 6, wobei der 6. schon zu viel Rückstand hat. Warum? Ich glaube, wenn du im Halbfinale die Möglichkeit hast, dann würdest du am liebsten gegen Miami spielen und nicht gegen Milwaukee. Und gemäß des Falles, dass die Bucks
letztendlich Zweiter werden, würde es bedeuten, der Dritte oder Sechste hat es, wenn alles so kommt, wie es kommen sollte, mit den Bucks im Halbfinale, im Semifinal zu tun. Und dementsprechend finde ich einfach Platz 4 und 5, genauso wie Platz 1, deutlich spannender für die Teams. Mal schauen, ob die das auch so sehen. Nichtsdestotrotz, das hat jetzt noch nichts damit zu tun, wird aber dann vor allem zum Ende der Saison interessant, wenn du dann weißt, dass viele Favoriten aus diesen und jenen Gründen denn freiwillig verlieren. Das Gleiche hatten wir in der Lottery-Phase natürlich, wobei dadurch, dass da jetzt mehr gewürfelt sind, dass die Reihenfolge hat dann nicht mehr so viel Auswirkung, ob du gewinnst oder verlierst am Ende. Nichtsdestotrotz, ich sehe hier das Over und das Plus 12,5 auf Orlando attraktiver. Und dann haben wir wieder zwei Deutsche, diesmal auf beiden Seiten, Dallas und Boston. Offensichtlich 9 der letzten 10 Spiele haben sie gemeinsam gewonnen. Bei den Boston Celtics haben wir Daniel Theis wieder, der nach seinem Trade von Houston aber noch nicht so viel Spielanteile hat wie bei seinem vorherigen Aufenthalt in Boston. Und auf Seiten der Dallas Mavericks natürlich Maxi Kleber. Bei Dallas wird ausfallen, oder weiß man noch nicht genau, aber wir haben Day-to-Day auf dem Injury Report bei Jalen Brunson und Finney Smith. Das sind ja wirklich beides Starter und wichtige Rotation-Player. Auf der anderen Seite haben wir aber einen Luka Doncic, der wahrscheinlich, der fit ist. Wir haben einen Spencer Dinwiddie, der richtig, richtig gut passt. Er hat so einen tollen Zug zum Korb und irgendwie trifft aber Dallas sogar seine Würfe von außen halbwegs akzeptabel. Und das Team passt einfach. Der Ball läuft. Dwight Powell, den ich persönlich gar nicht abkann, oder nee, das stimmt nicht, den ich persönlich als Spieler ein bisschen schlechter finde, als er dargestellt wird, ist seit dem Abgang von Porzingis auch ein bisschen ausgewechselt. Und wie gesagt, es passt alles. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und das Gleiche in Boston auch. Mit dem Unterschied, dass mir in Boston zu viel ISO-Plays gelaufen werden. Nichtsdestotrotz ist ein Tatum natürlich dafür prädestiniert. Er ist groß, er ist schnell, er kann den Zug zum Korb, er kann den Dreier, er kann die Mitteldistanzwürfe, hat er so ein bisschen was wie Kobe Bryant. Also das ist auf jeden Fall ein saustarker Spieler und auch der Kader von den Boston Celtics gefällt mir sehr gut. Was mir hier auch gefällt, ist die Quotenverteilung, denn ich sehe tatsächlich Boston auch als Favorit. Vor allem, wenn Brunson und Finney Smith nicht spielen sollten. Die Over-Under, mit denen starten wir mal, bei 215 Punkten. Wir haben Dallas dieses Jahr als eines der besten Defensivteams gesehen, aber nichtsdestotrotz haben sie auch teilweise dann wieder Ausfälle in der Verteidigung. Deswegen finde ich 215 eine sehr, sehr spaßige Linie zu spielen, vor allem eher für das Over. Auch wieder mit dem Hintergrund, früher Mittag, Nachmittag in den USA, da haut es ja nicht immer ganz so gut hin mit der Defense, auf der anderen Seite auch nicht mit der Trefferquote, aber beides sind einfach streaky Teams und ich glaube, wir haben Boston schon relativ häufig an einem Sonntag spielen sehen, da haben wir eigentlich immer Spiele mit vielen Punkten gesehen, deshalb das Over und hier das Dallas plus 5,5, weil ich denke auch, erstens Heimspiel, zweitens super in Form, die Celtics sind der Favorit, aber sie haben bei vielen der letzten Spielen immer den Start verschlafen und sind dann erst in den dritten, vierten Viertel reingekommen. Und gegen Dallas, wenn das passiert, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, dieses Spiel zu gewinnen. Und von daher gehe ich davon aus, dass Dallas nach der Halbzeit führen wird. Und dann sehen wir ein spannendes drittes, viertes Viertel. Und Boston wird das knapp gewinnen, aber nicht knapp genug. Deshalb reicht Dallas plus 5,5. Schauen wir mal, ob das Ganze so eintritt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den heutigen Sonntagabend. Wird eine lange Basketballnacht, 4 Spiele zu unserer deutschen Wachzeit sozusagen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und bis nächste Woche wieder. Dann haben wir schon den Saisonendspurt quasi vor. Oddspedia, the Sports Betting Community.